Karl Lauterbach oder den anderen halt, je nachdem, kann man so viele Beispiele nehmen, wählen sie halt an die Bacht. Ne? Karl Lauterbach, der neue Gesundheitsminister. Ja. Und so ist der James Sweetman natürlich der neue Chefdesigner, der natürlich andere Referenzen hat und gar nichts mit Marvel zu tun hat. Und dann hat man natürlich von ihm verlangt, dass er jetzt komplett sich einarbeitet und alles in einer Sekunde macht. Und der hat sich dann selbst überschätzt. Das war von meiner geheimen Quelle die Info. Das wird er natürlich dementieren, falls er das Video hier anschaut. Das würde ich auch machen. Sonst wäre es ja zu geil. Und dann natürlich hat Kabam diesen ganzen Scheiß bekommen. Ne? Weil die haben ja so viel jetzt vorgeplant. Die haben ja diese Mindmapping veröffentlicht, die ja auch mal geleakt wurde. Das ist ja auch ganz witzig. Und die könnt ihr, glaube ich, noch finden, wenn ihr fleißig googelt. Und das war natürlich nicht der Sinn. Es war ja auch gar nicht der Sinn zu sagen, für Dev-Entwickler-Tagebuch, hey, wir wollten euch nochmal Bescheid sagen, wegen Dev-Entwickler-Tagebuch, so indirekt, es kommt bald die Möglichkeit, Pfade zu einzustellen, also Pfade für jeweiligen Teilnehmer festzulegen. Ja? Wissen die auch nicht, wie sie es eigentlich zu machen haben. Die wissen momentan gar nichts, weil nicht Marvel eigentlich alles steuert. Ne? Die haben nur diese Firma, diesen Deckmantel-Kabam. Im Endeffekt ist es alles Kurier. Ja? Das ist halt so, wenn man eine Firma verkauft. Ihr könnt es halt offen, also ihr könnt es auf Wikipedia oder auch Finanzen, wenn es um Börse und halt Abwicklung und Verkäufe geht, könnt ihr es halt das auch lesen. Das ist kein Witz, dass es Kabam gar nicht mehr gibt und dass Kabam längst verkauft wurde. Und halt eben Deckmantel Kabam heißt. Ne? Das ist genauso wie dieser Typ, der hat bei der Telekom mit mir gearbeitet. Und dann hat die Agentur, also wir waren ja Handelsvertreter, und die Agentur hat dann gesagt, nee, da wird alles das Gleiche sein. Ne? Wenn die Agentur da die andere Agentur kauft, also aufkauft, wird alles gut werden. Scheiß drauf, wir lassen uns mit einer SK3 treffen, ist auch scheißegal. Ja, wird alles gut werden und da werdet ihr auch die gleiche Provision erhalten, das gleiche Fixum und ich wusste schon, dass das gar nicht stimmt und ich sagte dann auch zu meinem Handelsvertreterkollegen, ne, also sagte ich, ja, das wirst du halt sehen, ne, dass die das nicht halten werden, das können die gar nicht, weil die haben ja mit dieser Provision und mit diesem ganzen Scheiß pleite gemacht, wobei als sich später rausgestellt, der Agenturchef hat Gangbang-Partys mit seinen geilen, hübschen Promotoren und hübschen Agenturmitarbeitern gemacht. Und ich meine, Gangbang-Partys sind ja teuer. Ne, der Schweif ist normal, ist jetzt nichts Besonderes. Es ist ganz normal, wenn rumgebumst wird in der Firma bei den hübschen Menschen und die das Geld von den armen Mitarbeitern dann verplempern. Ne? Und irgendwann merken sie, scheiße, was ist denn hier los? Wo ist denn das ganze Geld hin? Ihr habt die ganzen Leute nicht bezahlt. Jetzt werden wir von Leuten, die aber was zu melden haben und nicht die kleinen Promotoren. Es gab ja auch große Promotoren, die richtig Geld haben. Jetzt werden wir von denen verklagt und vor Gericht gezählt. Gezehrt, ne? Nicht gezählt. Oh, scheiße. Was geht denn da ab? Wir müssen Insolvenz machen. Wir haben eine GmbH, 25.000 Euro. Dann kriegen die nur die 25.000, die Gläubiger und sonst nichts. Und gut ist. Ja, so funktioniert unser geiles Wirtschaftssystem, jawohl. Herbert, ja Meister, mach mal schnell die Insolvenz, damit wir natürlich wieder mal davon kommen. Legitime Verbrechen sind doch hier in den Satanstaat erlaubt. Ja Meister, mach ich gleich. Ja, solche Sachen erlebt man, das kann sich die normalen Sterblichen, die dummen Hater, Idioten gar nicht vorstellen, weil sie sowas meistens nicht erlebt haben. Aber ich habe das alles erlebt. Ja, als Beispiel war, falls man jetzt nachvollziehen kann und überhaupt logisch denken kann, was ich meine, ne, mit dem Kabam-Aufkauf, mit Marvel kauft Kabam auf, sagt alles wird gleich und dann war aber leider ist es nicht mehr gleich. Viele dann Leute sind dann nicht mehr dabei, oh scheiße und ich verhänge gleich. Weil wieder meine Steuerung nicht funktioniert, dann aber ich scheiß drauf. Ne? Funktioniert halt öfters nicht. Ja, und dann ist es halt nicht mehr gleich und dann ist das alles.